Hallo, ich bin Bernd von Wasserspatz.de und heute bin ich am Donnersberg unterwegs. Ich möchte den Dannenfelser Rundwanderweg Nummer 5 laufen. Der Weg wird auch Felsenweg genannt. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich starte die Tour am Wanderparkplatz in der Donnersbergstraße. Auf der Homepage von Dannenfels gibt es insgesamt 7 dieser Rundwanderwege. Die Sicht heute Morgen ist nicht gut. Natürlich geht es erstmal eine Zeit lang nach oben. Hinter dem Zaun ist das Gelände vom Kloster Gethsemane. Dann geht es an den ersten Felsen vorbei. Und nun komme ich zum ersten Aussichtspunkt. Naja, die Aussicht geht gegen Null. Noch ein Stück weiter und dann habe ich den Adlerbogen vor mir. Der Adlerbogen ist ein stählerner Triumphbogen auf dem 545 Meter über normalen Null hohen Moltkefelsen. Der Triumphbogen hat wie immer eine kriegerische Vorgeschichte. Er wurde im Zusammenhang mit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 errichtet. Es geht noch ein paar Meter nach oben und ich erreiche das Fluggelände am Moltkefelsen. Weiter geht es ein Stück weit auf dem keltischen Strukturenweg. Nun erreiche ich den Aussichtspunkt Hirtenfels. Ein kleiner See und eine weitere Skulptur kennzeichnen den höchsten Punkt und auch ungefähr die Hälfte des Rundwanderweges. Von nun an geht es wieder nach unten.
Vorbei geht es noch an der Wacht am Rhein. Und dann bin ich auch schon kurz vorm Parkplatz und damit am Ende des ungefähr 5 Kilometer langen Rundweges. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und tschüss bis zum nächsten Mal.